Ja, hallo Freunde der Spiegel und willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Entschuldigung, mit den Dunkelelfen. Bride of Madness. Tja. Leider hat die noch einen Debuff drauf, also schicken wir die einfach mal zurück. Unsere letzte Agentin. Time already? Dreadlord of Naggaroth. Oh, guck mal, hier können wir noch upgraden. Dann lass uns doch lieber das Haus der Sinnesfreunde Freuden machen. Tyrant of Naggaroth. Und die Truppe schicken wir hoch zur Weißspitze schon. Wir haben noch gar kein Gebäude für Chaos-Korruption gebaut. Das könnte schlimmer sein. So, wollen wir jetzt mal gucken, was Luther macht in seiner Runde? Oder Lothar, wie auch immer man es jetzt sagen will. Ja, die Armee wird wahrscheinlich nicht so viel machen. Ach, verdammt. Der bleibt natürlich im Tor stehen, ne? Hier wird kein Angriff wagen gegen uns. Ich könnte aber mit der einen Armee, sobald ich das in der Mitte wieder ein bisschen gesichert habe, außen rumlaufen, die ganzen Sachen einnehmen. Und die Tore lasse ich außen vor. Weil braucht man nicht. Dann hast du eine Armee im Innenkreis, eine Armee im Außenkreis und wenn du mal ein Tor einnehmen musst, kannst du dich aus dem Innenkreis ranziehen und vom Außenkreis ranziehen und dann machst du das Tor. So hätte ich das starten müssen. Attentat-Fehlschlag. Erheblicher Erfolg, Attentat gegen Urinon. Das muss da links oben gewesen sein, weil das Dolvin war. Den haben wir mal per Attentat auch ausgeschaltet. Aber jetzt habe ich eine Hexe weniger. No. Mother of the Druki. Death Hag. Spiel will mir wieder sagen, dass das Adlertor eine Lüge ist. I admire your darkness. We have a deal. Druki. With noble purpose. Action stations. Dreadlord of Naggaroth. Tja, wir können natürlich auch mit den beiden Armeen rüber. Und dann rennen wir durch nach Luther, machen die Hauptstadt von denen kaputt und dann ist bei denen eh rekrutierungstechnisch erstmal aus. Weil davon erholen die sich nicht so schnell. Hag of Cain. What whispers of death? Evil deeds fulfilled. So, erster Held raus. Zweiter Held raus. Hm. Könnte schief gehen. Nö, dritter Held raus. Deshalb mache ich übrigens auch keine Helden in den Armeen. Kommt ein Agent, holt ihr alle Helden raus. Plötzlich ist er in einer Armee
sag ich mal, um 5 Slots schlechter. Stehst da auch wie so ein Honk, ne? Ja, da. Die Dame wurde vernichtet. Die hier stand auf der Seite. Ich weiß ganz genau, wo du versagt hast. Das ist halt einfach eine Versagerkuh. Master of Cruelty. Noble Blood. Nee, wir lassen die Armee einfach so. Eins, was wir noch machen können, ist hier... Ja, geh nochmal zurück. 3 rauskicken. Und dafür machen wir 3 Schnittersperrschleudern rein. Ich hoffe, die bauen jetzt keine riesige Armee. Weil die würde bestimmt durchlaufen. Direkt zur uralten Stadt. Und dann stehe ich hier. Untergelassene Hosen und sowas. Why do come what I sent? Speak. What brings you before the Lord of the Black Tower? Oh, ihr könnt hier die Konföderation reinziehen. Mit ihren 5 Siedlungen, aber das will ich gar nicht. Can I offer you some blood infused? Honor before glory. Fear the pirate queen. Asa, what horrors await you? Weil habe ich 5 Siedlungen am Arsch der Welt, die ich auch noch verteidigen muss. Weil meine Armeen gerade alle woanders sind. My dark heart, bring it down. What is my punishment? Sorceress of Naggaroth. Elenil! Oh! Zu doof zum Kacken, ey. Noxious potions. They shall know my rage. Komm nicht ganz an den ran. I cannot. Favored of the Witch King. Ach, der hat den in die Armee reingezogen, damit ich ihn gleich auch töten kann. Einheiten angreifen erfolgreich. Und scheiße, die automatische Berechnung hat's gepackt. Ach, zweites Attentat. Wieder erheblicher Erfolg. Jetzt habe ich meine beiden Todeshexen, die ich die ganze Zeit gelevelt habe, da oben im Norden, an den seinen Städten, verloren. Ich habe sie mit ganz viel Liebe immer wieder angeklickt und auf eine Stadt geklickt und die Mauer zerstört. Und hast wieder von vorne gemacht. Dann kommt der Penner und macht beide mit einem erheblichen Erfolg im Attentat platt. Dir zeige ich, sobald ich Zeit habe dafür. Was sind das für Armeen und warum sind sie meine Feinde? Ich habe dieses Banner noch nie gesehen. Cruel and deadly. Ja, das war ein sehr kritisches Einheitenangreifen. Boah, jetzt haben die das Schwert des Kain beansprucht. So, wie ich gesagt habe, der da reingegangen ist, habe ich jetzt erstmal ausgeschaltet.
unglaublich, dass der damit Erfolg hat, die Garnison anzugreifen. Bride of Madness. First Sorceress. I have command. Da fällt mir ein, können wir gar nicht die steuern. Ausschalten. Bei Städte der Dunkelelfen scheint nicht so. Weil Sklaven ja nicht nach Hause gehen. Um dann zu sagen, ja, dann machen wir mal einen Monat Pause hier. Gibt keinen Steuereinnahmen mehr. Dreadlord. Druki Servant. What awaits me? No. What? Ich sag nicht, dass der eine so nah dran steht, dass ich hier keinen vernünftigen Angriff machen kann. Vor allem durch deren erneute Eroberung dieses dämlichen Tores. Moving. Foolish request. Annihilate them. Haben die ja ordentlich wieder, ja. Der Tor kaputt gemacht. Bring me their treasure. I waited long enough. So, besetzen und plündern. So, und hier können wir wirklich das mit der Chaos-Korruption wieder machen. Everywhere ruin. Feared by all. Master of cruelty. Power awaits me. Watch and wait. Kann man hier sogar noch auf Hinterhalt schalten. I live. Where there's smoke, there's death. Have I displeased Cain? Slaughter awaits. Na Leute, unsere Flotte Verschleiß. Da brauchen wir 15 Runden, bis wir das machen dürfen. Dunkelkanalisierung ist eine schöne Fähigkeit, aber jetzt gerade nicht. So, du hast ja den Debuff noch laufen. Jetzt weiß ich gar nicht, hast du Technologie diesmal schon gestohlen? Nein, hast du nicht. Wen haben wir denn jetzt hier? Achso, dich. Du lernst mal schnelle Aktionen. Was du jetzt mit der Arche von mir willst, weiß ich noch nicht ganz genau. Ist doch egal, selbst wenn wir jetzt ein bisschen Verschleiß bekommen, wenn wir durchfahren. Hauptsache, wir haben Tor Ylir in Reichweite mit unseren Kanonen. Will das haben. Dreadlord, awaiting command. Ist so witzig, wie weit ich es eigentlich schaffe, ohne Top-Einheiten. Ich benutze wirklich ziemlich humane Einheiten. Übrigens, um mal was zu erzählen, was so abseits von meiner Arbeit passiert, letztendlich. Ich habe ja auch eine Pressemail. Und habe ein, ich weiß nicht, ob man es jetzt nachvollziehen kann.
Dafür habe ich einen Plesk-Service installiert. Plesk-Service ist eigentlich sowas, was Hoster installieren auf ihre Server, um, sag ich mal, Domains einzurichten. Nicht Domains nur, aber Webspace zum Beispiel für Leute und das zugänglich zu machen. Und das ist halt, sag ich mal, sowas Übergeordnetes. Und darüber machst du, sag ich mal, auch den Mail-Server recht einfach. Nur problematisch, dass die SSH-Lizenzen davon abgelaufen sind, von meiner E-Mail, und ich deshalb vielen Leuten keine E-Mails mehr schreiben konnte. Weil der Header das nicht erlaubt hat. Manche sind da sehr strikt, sag ich mal. Da kannst du halt nichts schicken, was so ein bisschen merkwürdig ist. Naja, also habe ich gedacht, das mache ich dann. Aber gab es ein Update von Plesk von 15.08 auf 17 irgendwas und hat das eigentlich alles zerschossen. Also musste ich erstmal diesen ganzen Scheiß reparieren. Das sind genau die Sachen, die ich so liebe. Dann hockst du nämlich mehrere Stunden hier und gehst Fehlercode von Fehlercode nach, um am Ende, sag ich mal, als Backup aufzuspielen. Und einfach das Repair-Tool so lange darüber jagen zu lassen, bis der irgendwann alle Fehler aus diesem scheiß Ding rausgeholt hat. Plus, dass du dann, endlich dazu kommst, dass du diese dämlichen SSH-Lizenzen wieder generieren kannst. Damit dein dämlicher E-Mail-Server wieder funktioniert. Und du wieder Presse-E-Mails verschicken kannst und auch Presse-E-Mails bekommst. Ich habe plötzlich auch noch E-Mails bekommen, die ich nie bekommen habe vorher. Ah, schrecklich. Das ist mir nämlich schon damals aufgefallen, dass mich die Lizenz von diesem Plesk ausgelaufen und die Zertifizierungsding, weil die laufen, eigentlich müssten die sich jeden Monat erneuern, aber irgendwie ist das Ding abgelaufen. Und das ist mir eigentlich schon vor kurzem aufgefallen, vor so einem knappen Monat oder so, weil auf dem Handy kamen keine E-Mails mehr, weil der Gmail-Client auf dem Handy, da muss ich mich gerade dran denken, weil der nämlich hier gerade so ein Ausrufezeichen hat, oder ein Dreieck mit Ausrufezeichen, also irgendwas will der jetzt gerade wieder von mir. Der nimmt die nämlich dann schon nicht mehr an. Der sagt dann, oh, das ist aber ein ganz gefährlicher Server, da gehe ich jetzt lieber nicht dran. Ist ja auch nicht verkehrt. Sagt auch der Google-Browser dann übrigens. Der Chrome. So, Mauer beschädigen ist erfolgreich. Was ist das denn für eine Kackarmee? Wollt ihr nicht lieber Frieden mit mir haben? Ihr seid defensiv veranlagt zum einen, ihr seid Beschützer des Königs zwar, aber ihr seid doch diplomatisch unterwegs. Und guck mal, selbst ihr seid erfreut, dass ich Luthern angegriffen habe. Und mögt mich deshalb mehr. Dann komme ich und greife eure Einheiten halt an. This one is capable enough. I will not. Wir sind hier alle so dicht beieinander, da ich wieder meine letzten Helden nicht finde. Nagaroth is sorceress. Elendil. They have their uses. Wundervoll. An sie ist hier schon so voll, da kann gar keine Truppe mehr vorbeigehen. So, Adler-Tor-Upgrade. Du hast ja da unten die Mauer beschädigt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Mauer hat 3 Durchbrüche, 85%. Und auch wenn die ein bisschen Garnison haben, da wird nicht viel zu retten sein. By K. Druki. Death. Withdraw. So, umkreist erstmal. Ich tue erstmal meine kleine Stadt hier zurück.
Dreadlord. For the Witch King. What you don't take, burn. Ich plündere und besetze die nochmal. The people are displeased. Hier werden wir einen Aufstand haben in einer Runde. Also geh du mit der Armee nochmal rüber nach Tor Saroy. Natürlich kann es sein, dass in immer schiefer ein Angriff kommen wird, aber dann ist das halt so. Was willst du machen? Dark Lord! High march onwards! Power awaits me! Mooring! Das wäre eine Chance, in die Stadt reinzukommen. Hm. Feared Warrior! Gut ab, ey. Du bist echt schnell. Und damit. Ah! Stopp. Du stellst jetzt hier hinter die Stadt. Ich möchte nicht, dass die öffentliche Rebellion verhindert wird. Beziehungsweise die Rebellion an sich. Ich möchte mich ein bisschen was auch abbauen. So, möchte ich die Stadt gerade überhaupt upgraden hier? Nein. In Wahrheit will ich... Da haben wir hier mal minus 4. Weil wir brauchen hier auf jeden Fall so ein Versammlungshain der Kultisten. Und hier sollten wir die Bestienstelle auf jeden Fall bauen. So, und du reist jetzt durch diese Trümmerstücke durch. Weiter in die Richtung. Und du bist durch mit deiner Runde. Irgendwie sieht die Rebellionsarmee recht groß aus für die erste Runde. Denkt sich wieder, geh mir im Arsch vorbei, ich schlaf. What is it you seek? I am most in. Ihr wollt gerne ein militärisches Bündnis. Guck mal, ihr habt schon mit Leuten Krieg, mit denen ich keinen Krieg habe. Könnt ihr schon mal voll knicken. Ich lasse mich nicht wieder in irgendwelche Bündnisse reinziehen, wodurch ich dann 8000 Kriege habe. Oh. Ein einzelner grüner Juwel schmückt das Heft. Die Klinge ist mit einem schrecklichen Gift beschmiert. Schneidet dem Schmied die Kehle durch. Höllendrachengift. Plus 75% Waffenschaden. The riots are moments away. Fear the dark.
Ach ne, so groß sind die gar nicht. Dann zeig mal, was Sache ist. Wegrennen tun die nämlich nicht und dann versklaven wir die. Ach, ein Traum. So, das wären 3000 irgendwas. I cannot. No. I will not. Du hast noch einen Debuff drauf, du nicht. Trotzdem kein Attentat nicht geschafft. Ja, es hätte ja sein können. Für das bisschen Geld kann man das mal riskieren. Corruption of the vilest sort. So, das wären 3200 Investitionen. Eher nicht gerade. Wobei ich mich gerade wirklich frage, wie soll ich bei ihm oben durch das Tor kommen? Absolutely not. Phoenix Queen. Yes. Impossible. Da unten hat er meine Hexe getötet übrigens. Druki Conjurer. Bring it down. This one is capable enough. Weil es einfach Arschlöcher, Entschuldigung. Böse Menschen sind. Böse Hochelfen. The Druki are restless. Breathe death to the Druki. Witch Elf Priestess. Oh, es gibt zurzeit nur zwei Todeshexen, die ich rekrutieren kann. What? Black-hearted Dreadlord. Ich versuche mal mein Glück. Er meint 50-50, aber nix da. Death and carnage wait. Hat das jemand gehört? Der Hund hat gejault im Schlaf. Balthasar, was ist los mit dir? Bist du ein Werwolf? Heute ist sogar Vollmond. Krasser Scheiß. Der Mops hat Werwolf-Gene. Er hat noch nie gejault, seitdem ich den besitze. Seit fast 3 Jahren jetzt dann. Ich bin jetzt ein bisschen geflasht davon. Hockt der hier und macht. Aber jetzt schläft er schon wieder halb mit den Augen. Ja, ich glaube, das hat man nicht gehört, weil das Mikrofon erst ab einer gewissen Lautstärke aufgeht. Und da liegt er wieder und pennt. Scheiße. Mein Gott, weißt du, was mir gerade einfällt? Ja, es kann sogar wirklich sein, dass das eine reine 50-50-Schlacht hier wird. Weil viele... Also, wir haben ja nur normale Schwertkämpfer dabei. Ja, bei Shakira. Rauf auf das Ding. Cruel and deadly. Corsairs. Hack, cut. Red Spears. Und ab die Post. Der Pfeilbeschoss geht jetzt auf die Düsterschwerter, die haben wenigstens ein Schild mal in der Hand.
Jetzt kommen unsere wundervollen Pfeile. So, hoch da. Haben die Artilleriewaffen irgendwo? Ja, nutzen wir unser Bombardement wenigstens. Kannst den von da unten beschießen. Da eine Streifenparty hochkommt, ey. So, noch ein Stück nach vorne. Ich weiß das nicht, jetzt ist jetzt nicht so effektiv. Das Tor kaputt? Ja, natürlich ist das Tor schon kaputt. So, holt euch mal die Reiter von den Seiten. Kannst eigentlich durchrennen und den feindlichen Kommandanten ausschalten. Die Idioten auf dem Dach haben mich schon aufgegeben. Ach, das war's schon. Ich habe ein bisschen mehr Widerstand gerechnet. Vor allem, weil ich diesmal ja nicht großartig Zauber dabei hatte. Ich hab's einfach überrannt. Irtel. Irtel. Y-Realtel. Realtel. Ich versuche den Kommandantennamen hinzukriegen, wie der hier hieß. Oder war es der Stadtname? Oh, 27.000 beim Ausrauben. Take everything. Acknowledged at last. Tut mir leid, das war jetzt zu verlockend. Ziehe ich ihn noch über die Grenze? Aber das Geld kann ich gut gebrauchen.
So, und jetzt noch im Titangipfel. 7000, 5000 investiert und da ist die Kohle schon weg. Von einmal ausrauben. Master of cruelty, favored of the Witch King. So, den noch umschalten. Du warst durch mit deiner Runde. Naja, der Admiral. Du kannst. Können wir eigentlich hier mit den Schätzen interagieren? Mit der Arche? Ja, unglaublich. Ich nehme den mickrigen Schatz. Weil die Schlacht wird voll für den Arsch sein, wie ich die mache. Vor allem mit der Armee. Einkommensbeute nach Schlacht im Einflussbereich. Rang bei Rekrutierung für alle Einheiten. Problem ist, selbst wenn ich jetzt hier den Harpienkäfig mache, muss ich erst die nächste Stufe bei dem Schiff erreichen. Dafür brauche ich 6 Völkerungsüberschuss. Also machen wir einfach die Höfe der Dunkelelfen, dann können wir nämlich direkt die beiden Upgrade-Stufen nachher bauen. Dann machen wir plus 15 nochmal beim Wachstum der Arche. Das ist schon eine gute Nummer. So, in einer Runde ist die Forschung durch. Goldproduktion, alles erledigt. 9700 Sklaven. Kann man mitarbeiten. Baue ich mir nächstes Mal eine Pyramide. So, aber an der Stelle sagen wir dann erstmal Break. Also wir machen den Rundenwechsel jetzt noch mit, gucken, was Luthan macht. Aber ich denke mal, dass Luthan jetzt nicht viel machen wird, außer ein wenig rumhantieren. I should cut you down for wasting my time. Er hasst mich immer mehr. Wegen der Militäraktion, die ich gegen ihn geführt habe. Und natürlich, er ist ein Verbündeter von Luthan. Ach, deshalb. Die haben Defensivabkommen. Nein, danke. Ich bin ja sonst mit allem zufrieden. Das läuft ja gut. Solange wir jetzt in der Heimatprovinz drüben keiner noch den Krieg erklärt, sollte es angenehm weitergehen. Angenehm. Angenehm. Ich habe die Hexen vergessen zu bewegen, glaube ich. Vor allem, wo wird der hin? Der läuft jetzt ganz außen rum, um irgendwo da unten bei mir eine meiner Küstenstädte anzugreifen, hier an der Insel. Und du wirst bestimmt ein Schutzbündnis haben, weil du keine Stärke hast. Dreckiger, untoter Vampir. So, mehr Einkommen durch Sklavenställe und Sklavenmärkte. Bau abgeschlossen. Die haben ein Ritual ausgeführt, das kann mir aber egal sein. Ach so, deshalb. Das ist übrigens auch eine schöne Sache. Die haben es wahrscheinlich nicht hinbekommen, zu machen, dass der direkt zur Arche geht. Dass der Bau abgeschlossen ist. Wo man das nächste auswählen kann. Aus unerklärlichen Gründen ist dies nicht möglich. So, bautechnisch war das alles. Ich weiß eigentlich, wollte ich den Break jetzt machen, aber jetzt lass mich mal eben noch Terror das Tor hier erobern. Diesmal besetzen wir das direkt, dann haben wir die Provinz gesichert. Ne, die können wir abreißen und dann ein bisschen Geld rausholen.
Reparatur vorantreiben und macht mal direkt von der ersten Runde aus. Können wir hier, okay, öffentliche Ordnung mit Wein. Haben wir es auch erstmal erledigt. Und machen hochgeborene Geiseln verlangen. Kriegen wir auch nochmal plus 4 öffentliche Ordnung. Und die Armee bleibt jetzt erstmal da stehen. Weil sonst vergesse ich das nämlich nächstes Mal. Dann stehe ich da. Das Phönix-Tor plündern. Passt schon. Nächstes Mal.